Ich sing mir von im Messer, mit dem Gott alles besser. Wenn ich mit zack zack, den Olis aus dem Hosensack. Radio Waldrand Spezialsendung. Präsentiert von Victorinox. Nicht mit dem Schwänzli-Fläschchen. Aber mit dem Schwänzli. Ja. Ist ein wie ein Fläschchenputzen. Haha, lustig. Oh, wow. Leck putzen mir schnell. Wow. Der Sattelbär, Staubsauger, kannst du aber, hä? Oh, war hart, das schlecht. Ah, fertig. Mach Mann. Oh, sorry. Oh, es läuft ja schon. Weibmanns Ole und Weibfrau Sjuhe, liebe Kind, willkommen zu der Radio Waldrand Spezial-Sondersendung Nummer 13. Hier live aus der Jägerhütte von Marius und die Jagdkapelle. Ja, wir sind gerade am Aufräumen, weil wir haben heute einen Spezialgast. Wartet mal, Kind. Dach Sattelbert, Zeichörnli. Vorwärts machen jetzt. Sind wir eigentlich deine Diener oder was? Wir sind nicht Putztier. Also wirklich. Ein bisschen helfen. Ich höre auch nicht fast nichts. Kannst du nicht die Musik von Liesel machen? Seit wann hörst du eure eigene Musik? Findest du ihn cool oder was? Kannst du das Lied einfach mit den Jägern spielen, wenn du es hörst? Wo sind die Jäger überhaupt? Jetzt stelle ich halt Musik ab, so, und es ist sowieso super, jetzt können wir aufhören mit der Musik. Danke schön. Also erstens, Seichörnli, die Jäger sind wie immer am Donnerstag auf Schulreise. Und das wissen wir doch. Heute sind sie zusammen Yoga machen auf Adliswil, weil sie von diesen vielen Konzerten, die wir mit Marius und die Jägerkapelle spielen, da im Sommer die ganze Zeit, sind sie voll verspannt. Und die wären heute zwar auch gescheiter da. Wieso? Ja, weil dann könnten sie etwas lernen vom Sackmesser Felix. Der kommt ja heute, darum räumen wir ja auf und darum die Aufregung. Und zweitens habe ich die Musik angemacht, weil wir ein bisschen in Sackmesser-Stimmung kommen müssen. Weil es ist schon halb. Jetzt sollte im Fall jeden Moment der Felix Immler von Victorinox kommen. Von Victorinox? Also Felix Immler von Victorinox? Warum kommt der eigentlich dann zu uns zu Radio Waldrand? Dach Sattelbert. Der Felix Immler von Victorinox, das ist voll der Profi, wenn es um Sackmesser geht. Ja, Victorinox hat den zu Radio Waldrand geschickt, damit Kind etwas zum Thema Sackmesser lernen. Also, und warum hätte das Adalbert und ich eigentlich kein Sackmesser? Ja, kein. Hä? Weil ihr Tier seid? Nein, das stimmt. Ihr habt ja eigentlich alles, was es am Sackmesser hat, an eurem Körper dran. So. Krallen wie Klingen, Zähne wie Sägen. Schwänzchen wie Flätzenputzer oder Zapfenzieher. Ja, genau. Und sowieso sind ihr viel zu klein für Sackmesser. Ja, super. Wir sind so gross wie Kind. Und du hast mal gesagt, dass jedes Kind ein eigenes Sackmesser braucht im Leben. Macht mich jetzt nicht wahnsinnig. Ich bin schon nervös, weil der Victorinox Sackmesser-Profi Felix Immler kommt. The one and only. Ist denn das? Ja, da ist ein. Hoi Felix, komm in die Jägerhütte und willkommen bei Radio Waldrand. Komm, wir sitzen da gerade am Küchentisch. Grüezi, Herr Felix. Hoi miteinander, hoi. Und was möchtest du gern trinken als Sackmesser-Profi? Trinkt man sicher kein Bier oder so, wenn man mit so Klingen hantiert. Ein Wässerli wäre wunderbar. Ein Wässerli, also gut. Adalbert, bringst du ihm schnell ein Wässerli? Ja, ist gut. So, also, dann fangen wir mal an. Wir haben viele Fragen von den Kindern und von den Tierlis. Super, ich freue mich drauf. Also, erste Frage von mir am Profi. Hast du auch ein Geschenk für uns mitgebracht?
Ja, selbstverständlich, ein Geschenkli. Ein Geschenkli, Überraschung, Überraschung. Ja, ich dachte, ich bin gerade mal von Anfang an ein bisschen frech mit dir und frag dich gerade mal, was hast du mitgebracht? Ich habe mein erstes Buch mitgebracht, das ich geschrieben habe. Das heisst «Werken mit dem Taschenmesser». Ja, das nehme ich. Das ich kann zwar nicht lesen, aber ich nehme es. Was? Seichhörnli. Ja. Ein Wettbewerb gibt es. Also ein Wettbewerbmäßig. Ja. Da gibt ein Wettbewerb. Kann man gewinnen, ein Kind und nicht mir da bei Radio Waldrand. Ja, musst du doch schon ein bisschen was tun dafür. Ich würde sagen, wir stellen euch zur Aufgabe, dass ihr zählt, wie viel Mal, dass wir in dieser Sendung das Wort «Schnitzen» ins Maul nehmen. Und dann schreiben sie Marius schreiben und dann könnt ihr das Buch gewinnen mit ein bisschen Glück. Also gut, Kind, ihr zählt, wie viel Mal wir in dieser Folge das Wort «Schnitzen» sagen. Dann schreibt ihr die Zahl auf, die ihr erzählt habt. Schreibt sie in ein Mail an info@jagdkapelle.ch. Und dann könnt ihr ein Schnitzbuch von Felix gewinnen, mit einer Unterschrift drin. Aber es zählt erst ab jetzt. Schnitze! Schnitze! Also. Okay, also ihr tönt ja so dumm wie ich immer. Also gut, jetzt kommt die erste Frage von mir. Braucht jedes Kind ein Sackmesser? Oh, und gerade von mir die zweite Frage. Hallo, sind wir, nur weil wir Tier sind, zwei für Sackmesser, Felix? Ja, du, das sind gerade zwei gute Fragen. Also das Erste, braucht jedes Kind ein Sackmesser? Oh, da kann ich dir nicht wirklich... Ich kann nur von mir ausgehen. Und hey, ich brauche Sackmesser einfach so oft. Das ist mir im Alltag so nützlich. Weißt du, um ein Fädeli abschneiden, ein Päckchen aufmachen, einen Brief aufmachen, wenn du Bleistift bist, Spitzer und hast keinen Spitzer, irgendeinen Nöpfelbrötchen, irgendetwas Kacks abeinanderschneiden. Oder die Leimtube ist verstopft, du brauchst Nadeln zum... Ich brauche sie so oft. Irgendwie, ich sage jetzt mal, ich würde es jedem Kind gönnen, wenn er ein Sackmesser hat. Für mich ist das so hilfreich. Also ich würde es auch jedem Kind gönnen, aber braucht auch jedes Tier ein Sackmesser? Sind wir zu klein? Der Marius sagt, wir sind zu klein. Du weißt, zu jung oder zu klein, das gibt es von mir aus in dem Sinn nicht. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich wichtig finde. Ich finde zum Beispiel wichtig, dass ein Kind, das ein Sackmesser in der Hand hat, fähig ist, sich zu konzentrieren zu können. Wenn das Kind sich nicht konzentrieren kann, ist es einfach gefährlich. Ja. Das Kind braucht auch eine gewisse Kraft, weil wenn du einfach nur zu wenig Kraft hast, um einen Spar zu lösen beim Schnitzen, dann macht es irgendwie auch nicht so viel Sinn. Oder? Ja, du musst einfach auch Kraft haben, aber auch Kraft können dosieren. Und das sind halt Sachen, da kannst du halt noch nicht, wenn du drüben bist. Und da können die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen weniger schnell. Drum. Ich kann dir nicht sagen, ob du zu klein bist oder zu jung. Also, okay. Ja, also jetzt habe ich noch eine Frage, Felix. Wann hast denn du überhaupt dein erstes Sackmesser bekommen? Magst du dich daran erinnern? Ja, da mag ich mich sehr gut daran erinnern. Das war ja der erste Kommunion, wo ich 8 Jahre alt war, habe ich von meinem Gotti ein Sackmesser geschenkt bekommen. Ah. Das Victorinox Hansmann angeschrieben mit Felix Simler. Und das Sackmesser, das habe ich heute noch. Ich habe es sogar da, ich kann das zeigen. Ja, zeig mal. Ja, zeig mal. Ja. Oh, wow. Ich meine, steche drauf, schneide ich nicht, Felix. Das Gotti. Oder was? Vom Gotti hast du es überkommen? Vom Gotti, ja. Sehr gut. Und ich möchte noch einen Keimtipp geben. Wirklich wichtig. Schreibt das Messer an. Lasst das gravieren. Die 3, 4, 5 Franken, das lohnt sich locker. Hey, ich habe das Messer jetzt über 40 Jahre. Okay. Ja, meins ist auch angeschrieben. Meins hat einen Hirsch, einen Rehbock drauf. Quasi. Und alle wissen, der Rehbock, das ist ein Marius' Messer. Aber jetzt nochmal eine Frage. Also, Felix, ab welchem Alter darf denn das Kind sein erstes Sackmesser haben? Du, das ist nicht in Stein gemeißelt. Mir ist es wichtig, dass der Impuls, mit dem Messer den Umgang lernen zu wollen, vom Kind kommt. Das ist mir wichtig. Das Kind sagt, Mami, Papi, ich würde gerne lernen, mit dem Sackmesser schnitzen. Okay. So zeigt ja das Kind auch, dass es bereit ist zum Lernen. Ich finde, die Initiative muss vom Kind kommen und nicht so, schau mal, jetzt hast du das erste Sackmesser, machen wir. Hab ich keine Angst? Nein, mach. Der ist ja mega lustig, Mann. Ja, also, Dach Sadalbert und Seichörnli, fühlt ihr euch also bereit jetzt für Sackmesser?
extrem, extrem bereit. Seit ich geboren bin, bin ich bereit für Sackmesser. Ja, ich bin bereit für Sackmesser auch, seit ich auf der Welt bin. Okay, dann die Frage an Felix. Was für ein Messer soll ich denn diesen beiden oder soll man denn einem Kind geben? Finde ich auch eine wichtige Frage. Mhm. Und es gibt ja so viele verschiedene Sackmessermodelle. Die speziell für ihn gemacht sind, das sind die First Victorinox mit deren abgerundeten Klingenspitze. Das hast du sicher auch schon gesehen. Die sind sicher gut für Kinder. Ich finde aber, wenn du ein spezielles Hobby hast, zum Beispiel Fischen, dann macht es doch Sinn, dass du vielleicht auch ein Zängli am Sackmesser hast. Das kannst du ein Blei zudrücken oder den Haken zum Fischmaul ausnähen. Mhm. Oder wenn du gerne bastelst, brauchst du doch ein Schärli. Mhm. So. Darum finde ich, hey, du kannst dir auch ein normales Messer wünschen. Und dann kann ja der Papi oder das Mami ein Spitzchen mit dem Schleifstein ein bisschen wegnehmen. Und dann ist die Geschichte mit der Stichverletzung auch nicht mehr so tragisch. Ja, ja. Und wenn wir wollen, oder sage ich einmal, wenn wir wollen, über Gefahren für Kinder reden, müssen wir über Auto reden und weder über Zecken noch über Sackmesser reden. Jetzt aber, eins ist noch, Felix, das kommt schon ein bisschen darauf an, ob es gefährlich ist oder nicht, wenn man auf Schnitzmaterial. Also, weißt du, steinhartes Holz, wo die Kinder fast nicht durchkommen, oder weiches Holz, oder? Stimmt das? Absolut. Ich sage immer, je frisch, desto Schnitz. Wenn du jetzt ein trockenes Stück Buchenholz hast, ja, probier da mal etwas zu schnitzen. Trockenes Stück Eiche, mein Gott, da schnitzest du rein ab, da kommst du nie rein. Nimm doch einfach etwas Weiches. ja, etwas Weiches, das ist ja super. Ja, dann könnte man ja aus dem Marius etwas schnitzen, der ist auch weich im Hirn. Saumaumling, doch nicht von der Gäste, blöd, okay, jetzt mal, also. Und was ist denn wichtig, Felix, wenn Kinder mit dem Messer schnitzen? Gibt es denn so Regeln oder so? Ja, ich habe mal für meine Bücher ich mal Regeln formuliert. Das sind so Sachen wie, hey, wenn du am Schnitzen bist, brauchst du einfach ein bisschen Aktionsradius. Dann brauchst du genug Abstand zu der nächsten Person, die neben dir steht oder neben dir sitzt. Ich habe zum Beispiel die Regel, wer schnitzt, der sitzt. Weil, wenn du beim Schnitzen rumlaufst, dann schaust du nicht auf den Boden, dann kannst du stolpern und umkehren. Und mit dem offenen Messer will niemand umkehren. Oder immer vom Körper wegschnitzen, nie gegen die Hand schnitzen, die den Stock hebt. Weil beim Schnitzen musst du immer fragen, wenn ich jetzt ausrutsche, kann ich mit dem verletzen. Oder immer mit einem scharfen Messer schnitzen. Ja, das sind so Regeln. Ah, schau, am besten gehst du mal auf meine Homepage, felixsimler.ch, und dort kannst du unter Downloads einen Comic abladen. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich euch Kind lustvoll die Sackmessregel erklären? Und dann bin ich einfach auf die Form von einem Comic gekommen. Hey, dann könnt ihr den Comic mal abladen, anschauen und ohne zu lesen wisst ihr schon 7 Sachen. So gut. Und also der ist auf deiner Homepage, oder? www.felixsimler. Wisst ihr, was Kinder, wenn ihr den Comic, das Geschichtli schauen, dann nachher könnt ihr unten dran bei der Sendung tun ich einen Link rein. Weisst du, da beim Computer, wo die Folge ist, kannst du einfach draufklicken, zack, bist schon beim Felix. Aber Felix, ich habe bei dir gelesen, ich habe ja alle deine Bücher natürlich gelesen, dass es auch wichtig ist, dass ein achtsamer Begleiter, also jemand, der erwachsene Kind beobachtet, wenn sie schnitzen, der Begleitung sei wichtig, hast du gesagt. Stimmt das? Immer noch? Ich finde schon. Also für mich ist es wichtig, dass ein Kind mit wenig Schnitzerfahrung von einer erwachsenen Person begleitet wird, die sich mit dem Thema schon auseinandersetzt. Mhm. Auseinandergesetzt hat und sich in dem Thema sicher fühlt. Mhm. Mhm. Okay. Siehst du, Seichhörnli, Begleitung. Und Begleitung kommt von Leitung. Und ich bin bei uns die Leitung, darum kannst du es vergessen. Ohne mich ein Sackmesser zu haben, solange du noch keine Übung hast. Ja, also Marius, du hast, glaube ich, eins an der Leitung. Nein, ein Knopf in der Leitung. Ich mache denn das so schön selber. Weil ich bin zwar klein, aber ich bin kein Kind. Ja, genau. Und jetzt habe ich einmal eine Frage an Felix. Was kann man denn alles schnitzen? Ich meine, ich könnte jetzt aus der schönen Erde in meinem Wachsbau etwas schnitzen, wenn ich in meiner Höhle tue, schön alle sitzen zum Schnitzen, oder? Ja, dann würde es nicht nur sitzen beim Schnitzen, sondern auch schwitzen beim im Sitzen schnitzen. Schnitzen! Die Kinder zählen doch immer noch mit. Weiss wegen dem Wettbewerb und dem Buch. Sei was?
Und ich tu dir bald ein Sitzen beim Schnitzen im Sitzen. Also du bist wie eine stumpfe Klinge. Man hat viel Arbeit mit dir, aber es kommt sehr, sehr lang nicht rechts dabei raus, wenn man an dir schaut. Seichhörnli, Dachsadalbert, hört mal auf mit Seichmachen so nervös tun. Aber ich finde die Frage vom Dachsadalbert schon noch spannend. Was kann man denn alles schnitzen? Kann man mit der Erde aus dem Dachsbau etwas schnitzen? Mit der Erde aus dem Dachsbau kannst du natürlich wunderschöne Sachen formen, zum Beispiel eine Tasse oder so, wenn es ein bisschen lehmig ist. Aber ja, schnitzen kannst du natürlich auch viele Sachen. Ja. Gell, zum Beispiel, es gibt ja nicht nur Pfeilbogen und Brötchenstecken, es gibt ja noch viele andere Sachen. Gell, ich schnitze zum Beispiel wahnsinnig gerne Flöteli und Pfeifen. Und Essbesteck und ich habe ein Segelboot geschnitzt und Kreisel und Jojo und Wasserrad und Windrad. Ich habe sogar schon mal eine Armbrust geschnitzt. Mega, mega lässiges Zeug und so weiter. Also mein, ich finde ja, Felix, ich finde, Kinder sollten mehr schnitzen und weniger auf dem Bildschirm schauen, oder? Findest du das nicht auch? Also mein, ja, oder? Absolut. Hey, Schnitzen ist so ein wunderbarer Ausgleich zu dem digitalen Alltag, wo auch schon Kindin sind. Zum Schnitzen brauchst du kein Akku, kein Beiz, kein Beiz, kein 5G und kein WLAN. Schnitzen kannst du einfach, du brauchst ein schönes Örtchen, einen Stock, ein Messer und eine gute Idee mit ein bisschen Zeit. Das ist doch wunderbar, das tut allen Kindern gut. Ja, und zum Beispiel, wenn man Radio Waldrat hört, braucht man auch WLAN, Strom, ein Computer, das ist auch nicht gut fürs Hirn, das ist slim fürs Hirn. Das ist eigentlich echt jetzt. Also gut, da hast du ein Sackmesser. Oh, wow, so, mit prima. Einer abgeschliffenen Spitze, My First Victorinox. Oh. Dann hockst du dort in den Ecke und schnitzst ein bisschen an dem Haselstab um. Okay. Dann haben wir da ein bisschen Ruhe. Also sorry, Felix, jetzt können wir in Ruhe weiterreden. Darum, glaube ich, ist es jetzt Zeit, dass wir zu der... Was? 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 Kinderfrage. Kommt. Also, die erste Kinderfrage, Felix. Der Ruben oder Ruben aus Zürich ist 10 und fragt, warum dass man scharf sagt, wenn man Gewürz wie zum Beispiel Chili meint, aber bei den Klingen vom Sackmesser auch. Da sagt man ja, ist eine scharfe Klinge. Und stimmt ja, man sagt ja auch, es gibt eine scharfe Strafe, da ist eine scharfe Kurve. Man sieht auch etwas nicht scharf oder es gibt scharfe Schüsse vom Shakiri oder so beim Schutten. Warum heisst es beim Sackmesser scharf? Weißt du da überhaupt? Scharf ist einfach ein Wort mit mehreren Bedeutungen. Da gibt es ja noch mehr Wörter. Zum Beispiel Licht. Oder? Ja. Ich meine, Licht kann die Meinung sein von einfach, aber es kann auch gleichmäßig Licht sein. Das ist etwas anderes. Ja. Oder zum Beispiel umfahren und umfahren. Das ist ja auch. Ja. Ja, ja, wir sind eine Familien-Kindersendung hier, Felix. Aber ja, mal mit dem Bobbycar kann man auch jemanden umfahren oder jemanden umfahren. Genau, also gut. Also, Ruben, es ist einfach ein Wort, das halt verschieden genutzt wird. Also, der Timo, Felix, aus Neuhausen fragt, ob die Schweizer wirklich Sackmesser erfunden haben und ob es darum auf dem Messer ein Schweizer Kreuz drauf hätte. Was das mit der Schweiz zu tun hat, dem Messer? Ob die Schweizer Sackmesser gefunden haben, das weiss ich nicht. Also ich weiss zum Beispiel, dass sie schon bei den Römern Messer gefunden haben, wo man Klingen kann in den Handgriff einklappen kann. Ah. Und wenn ich mit Sicherheit kann sagen kann, ich meine, der Karl Elsner, der Gründer von Victorinox, der hat Offiziers- und Sportmesser erfunden. Das hat er aus dem Soldatenmesser heraus entwickelt. Das war halt ein ziemlich einfaches Messer, das Soldatenmesser. Ich meine, der hat eine Klinge gehabt, der hat eine Nadel gehabt, er hat einen Schraubenzieher gehabt und einen Büchsenöffner. Und er hat halt noch ganz viel mehr Sachen erfunden, wo man kann den Sackmesser hin tun kann. Zum Beispiel eine Säge, ein Schärli oder einen Korkenzieher. Und so ist halt das Messer weltberühmt worden. Und weil es halt in der Schweiz hergestellt ist und weil es halt auch für die Schweizer Armee gemacht worden ist, darum hat es ein Schweizer Kreuzli vorne drauf. Ach, gut. Danke vielmals für die Antwort, Felix. Jetzt haben wir noch mal eine. Die Luana aus Tüfe, die hat uns auch noch geschrieben. Sie wollen wissen, ob Victorinox ein Frauenname sei. Vielleicht kannst du uns etwas über den Namen Victorinox sagen. Du bist etwa, glaube ich, 1900 haben die Messer
Ilse noch geheissen. So heisst ja, es hat ja der Chef geheissen, oder der Gründer, der Karl Ilsener. Und bis etwa 1900 haben die Messer Ilse noch geheissen. Und danach, nach 1900, hat er zu Ehren von seiner Mutter, hat er die Messer dann Victoria genannt. Ah! Und etwa ab 1930 ist der rostfreie Stahl dazu gekommen, der heisst Inox. Und dann hat er aus Victoria und Inox halt ein Wort kreiert und da ist dann Victorinox geworden. Also Luana aus Tüfe, es ist also tatsächlich ein Frauenname, zusammen mit Inox, der Bezeichnung für Stahl, der nicht rostet, kann man so sagen, glaube ich. Also, gerade die nächste Frage. Der Jan aus Rütti will wissen, wie man mit dem Sackmesser Nüsse kann knacken, also aufmachen kann. Gute Frage. Ich mache es tatsächlich so, dass wenn du jetzt eine Walnuss vor dir hast, also eine Baumnuss, dann hat es ja, unten ist es ein bisschen spitzig und oben hat es ein bisschen flacheres Ende. Gell? Und dort an dem flacheren Ende, dort ist das Ästchen runtergekommen, wo die Walnuss gekippt hat an der Schale. So. Und dort am flachen Ende, dort wo die beiden Schalenteile zusammenkommen, dort ist es ein bisschen weich. Ist wie eine Lippe dort, oder? Dort ist wie eine Lippe. Ah, und dort rein, zwischen drin ist es ein bisschen weich. Dann kannst du den Schraubenzieher nehmen, vom Flaschenöffner, und kannst dort rein in den weichen Teil und einfach das Sackmesser abtrüllen und dann macht es. Also so reinstecken, trüllen, sagst du? Genau. Okay, genau. Gut. Und, also, ja. Und ich habe sogar mal einen Nussöffner geschnitzt. Ich habe einen Sackmesser-YouTube-Kanal und ich habe ein Video gemacht. Und dort habe ich so einen Nussöffner geschnitzt. Und für den gehst du einfach mal auf YouTube und gibst Felix Himmler und Nussöffner rein oder Nussknacker und dann kommst du so zu dem Video. Oder und dort hast du ganz, ganz, ganz viele Videos. Jetzt nicht speziell für Kinder, aber da können ja auch Kinder schauen. Da können auch Kinder schauen. Und wenn ihr es nicht versteht, weil ich dort Englisch rede, dann ist auch Deutsch untertitelt. Aber nehmen Mami und Papi dazu und die haben auch schon grösseres Eich geschaut wie das. Stimmt. Okay, ich finde die nächste Frage auch noch spannend. Was kann ich mit dem Dosenöffner und dem Flaschenöffner, also dem Flaschenöffner, noch alles machen, außer Dosenöffner, hat das Kind gefragt. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Sachen, für was ich die beiden Werkzeuge gerne brauche. Jetzt vielleicht zuerst zum Dosenöffner. Beim Dosenöffner hat es doch vorne so eine Rundung, wo du ins Blech eintauchst. Und diese scharfe Rundung, dort hat es so wie eine Kante. Und die nutze ich wahnsinnig gern zum Tölung bei einem Löffel schnitzen. Ah, okay. Also mit dem, der ist nicht so scharf, dass du schnitzen kannst, aber du kannst die Höhlung so wie ein bisschen auskratzen. Oh. Und das mache ich gerne. Da habe ich übrigens auch ein Video dazu. Gibst mal Felix Simler 10 Minuten Löffelschnitzen ein und dann kommst du dort auf ein Video, wo ich 10 Minuten Löffelschnitz, wo ich genau diese Technik brauche, mit dieser Rundung vorne beim Dosenöffner. Oder nach dieser Rundung kommt ja so ein kleiner 3 mm Schraubenzieher. Dort ist noch gut, wenn du weißt, dass der recht gut zu Kreuzschlitzschrauben passt. Kreuzschlitzschrauben, ja. Okay. Also der geht ziemlich gut zum Kreuzschlitzschrauben mit dem auf und zu. Kreuzschlitzschrauben. Ja. Oder hinten dran hat es so wie eine Rundung. Aha. Dort rein tue ich gerne ein Magnet rein. Ah. Das ist ein 2 mm dickes Magnet. Und das kann ich zum Beispiel brauchen, wenn ich einen Kompass improvisieren will. Oder wenn ich zum Beispiel, weiß auch nicht, wenn jetzt etwas ein Schacht runtergefallen ist, dein Schlüssel oder so, dann kannst du natürlich mit dem Magnet den Schlüssel fischen. Ja, einfach ein Magnet gibt 2, 3, 4 Sachen, wo ein Magnet noch gut ist. Ein Magnet am Sackmesser, Kinder. Jetzt, Felix, jetzt kommt nochmal eine Frage. Die hat mir ein Kind per Sprachnachricht eingeschickt und die hören wir jetzt schnell. Achtung! Wie kann man ein Sackmesser reinigen? Kann ich es einfach unter dem Wasser anheben oder rostet das sonst? Wie kann man es dann am besten reinigen? Wow, so gute Frage. Du rostet es ganz sicher nicht. Für das sind Victorinox-Messer weltbekannt, dass sie eben nicht rostet. Und reinigen, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wieso wird die Sackmesser schmutzig oder dreckig? Das ist erstens, weil es im Hosensack hat und dort drin hat es ganz viele Flusen und so. Und ja, da kannst du mit ein bisschen Wasser ausspülen. Wenn du jetzt aber mal einen Apfel oder eine Orange schneidest, dann kann es passieren, dass ein bisschen Fruchtsaft
zwischen der Klinge und dem Messerkörper läuft. Und wenn der eintrocknet, dann hast du noch Mühe, um das Messer auszuklappen. Dort hilft es, wenn du einfach dein Messer zum Beispiel mal über Nacht in ein lauwarmes Seifenbett einlegst. Und dann kannst du am Morgen, wie hast du gesehen, kannst du das super auf und zu klappen. Und wenn du alles offen hast, musst du aber vorsichtig, gell, wenn du alles offen hast, kannst du mit dem Zahnbürstchen innen, mit dem alten innen ein bisschen rausputzen zum Beispiel. Oder wenn es einfach ein Harz dran hat, gell, das ist dann schon ein bisschen hartnäckiger. Dort hilft es am besten, wenn ein Spritzballistol oder WD-40 drauf ist und dann nachher kannst du mit einem Lumpen da wieder reinigen. Und ja, dort ist einfach wichtig, dass du nachher wieder sauber putzt, dass du das Öl wieder wegnimmst und dass es nicht rutschig ist. Ballistol, WD-40, also da kommen die Kinder doch nicht raus. Das ist halt ein Profi, der hat so, dem sagt man Nerd Talk. So, jetzt noch ein paar letzte Fragen. Die ich jetzt stelle, ist nicht von einem Kind eingeschickt, sondern von einem Erwachsenen, einem Papi von einem Kind, wo Radio Waldrand lässt. Er fragt, welche Klingen du unbedingt wichtig findest für ein Sackmesser für ein 13-jähriges Kind. Es gäbe ja Messer mit wahnsinnig vielen Klingen und Lupen und Laserpointer und irgendwie noch einen Mixer und einen Staubsauger und so, was die Kinder ja lässig findet. Er sich aber frage, ob das auch Sinn mache oder je nach Klingenmenge mehr einfach auch ein Gag sei. Und dazu, Anne, zu dieser Frage, gerade noch eine Sprachnachricht von einem Kind, von der Mascha, die sie eingeschickt hat. Dann kannst du beide miteinander beantworten. Achtung! Ist eigentlich besser, ein Sackmesser zu haben, das grösser ist, wo viel mehr Sachen dran hat, dann ist es aber auch schwerer. Oder ist es besser, ein Sackmesser zu haben, das kleiner ist, wo man dann aber in jeden Hosensack stecken kann? Ja, Mascha hat sich eigentlich die Antwort schon fast selber gegeben. Ja, klar. Ein grosses Sackmesser hat einfach mehr Möglichkeiten, aber ja, es ist dann irgendwie einfach auch gross. Und du kannst es nicht mehr wirklich gescheit im Hosensack tragen. Aber für das gibt es ja auch Täschchen, wo du es einfach rein tun und dann am Gürtel. Und dann merkst du eigentlich nicht mehr, dass du ein grosses Messer dabei hast. Aber zu der Frage von vorher, was macht für einen 13-Jährigen Sinn? Der kommt halt auch darauf an, gell, was der für Hobbys hat. Jetzt nur für Schnitzen. Ich finde zum Beispiel grosse Klingen, kleine Klingen, Aale und Säge. Das passt für mich. Aber wenn du jetzt noch gerne ein Scherli dazu hast oder so, ja, machst du nichts falsch. Ich finde einfach auch, gell, jetzt, wenn so ein Kind zu mir am Kurs kommt mit dem Swiss Champ, das ist das Grösste, was Victoria noch sieht. Und das kann es fast nicht in der Hand haben. Ja, mit dem kann ein Kind einfach suboptimal schnitzen. Das ist schon so. Ja, der Felix ist schon von Victorinox. Darum, ich sage einfach, es ist wirklich mehr ein Gag, das Supermesser mit irgendwie, ich weiss nicht, wie viel Klingen. Also, aber ich frage mich zum Beispiel auch, Felix, eine Frage von mir jetzt, eine spontane Frage. Für wen habt ihr überhaupt noch einen Dosenöffner? Ich meine, wer macht noch Dosen Ravioli warm über dem Feuer? Also, ist der einfach noch dran, weil er dran sein muss? Oder kann man den vielleicht noch für etwas anderes brauchen, wo der gerade in den Sinn kommt? Also, es ist tatsächlich so, dass die meisten Dosen so einen Ring haben. Aber mir ist der Ring schon ein paar Mal abgeknickt und ich hatte die Dosen nicht offen gehabt. Ist dir das noch nie passiert? Wohl stimmt. Dann ist es natürlich super, wenn du Sackmesser hast mit dem Dosenöffner. Ja. Und letztens habe ich im Dinner Bohnen gekauft und tatsächlich hat es dort keinen Ring dran gehabt. Also es gibt alles, ich glaube auch je nach Land. Und ja, es gibt ja wirklich auch coole Tricks, die kannst du sonst mit dem Dosenöffner machen. Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel einen Löffel schnitzen, ist super cool. Also gut, ich merke, wir könnten noch lange reden, Felix. Jetzt bevor dass du gehst, gibt es denn noch irgendetwas, wo du dem Kind im Zusammenhang mit Sackmesser, wo jetzt Radio Waldrand hört, einfach würdest sagen? Ja, du, wenn ihr mal Lust habt, zum wirklich von Grund auf mit den Regeln, mit der richtigen Technik lernen, wie man mit dem Messer umgeht, dann könnt ihr ja mal als Mami fragen, ob ihr zu mir an einen Kurs kommen könnt. Dann kann man, wenn sich genug anmelden, kann man auch einen Kurs organisieren. Mhm. Also, wisst ihr, Kind, der Felix, der ist so ein Profi, oder? Der gibt so Schnitzkurs und die sind wirklich lässig. Also, das Buch von ihm kennen ja eh schon, glaube ich, alle, oder? Werken mit dem Taschenmesser, dann gibt es noch mehr. Es gibt 3 Bücher von ihm. Da könnt ihr alles in den Links könnt ihr die anschauen, aber er gibt auch Kurs, wenn er selber dann dort ist und euch coole Sachen beibringt. Da könnt ihr alles, da unten hat es ganz viele Links zum Anklicken. Und
Felix, du hast gesagt, du müsstest am halben weiter, weil noch ein Schnitzkurs in Mürschwilg ist. Darum sollte man, glaube ich, langsam jetzt aufhören, oder? Zu deinen Schnitzkurs hast du schon etwas gesagt. Jetzt, glaube ich, bleibt mir nur noch zum Danken sagen, dass du hier in der Jägerkapelle Jägerhütte zu Radio Waldrand gekommen bist. Danke vielmals und ciao. Ja, danke vielmals, dass ihr da kommen durfte. Es war sehr lustig mit euch. Und ja, passen gut auf, wenn ihr schnitzt, vor allem das Seichörnchen. Und danke, dass ihr da sein dürft. Ja, und ihr Kinder da aussen, wenn ihr noch mehr Fragen habt zum Thema Sackmesser, dann habe ich einen guten Kontakt zum Felix und ich selber versuche auch ein paar Fragen von euch zu beantworten. Ihr könnt also weiter Fragen zum Thema Sackmesser einschicken. Ich und der Dach Sadalbert und das Seichörnchen die beantworten. Ja, also apropos Seichörnchen, es ist so ruhig. Wo sind denn jetzt Seichörnchen und der Dach Sadalbert eigentlich? Weißt du das, Felix? Hast du nicht gesehen? Da vorne auf dem Tisch ist doch ein Sackmesser mit in die Sackmesser mit dem Rehbock gelegen. Das ist meins. Eben, da haben sie geschnappt und sind raus. Da haben sie geschnappt und sind raus. Ah oh Mann, also gut, ich muss sofort raus, weil du hast gesagt, die müssen sie ja begleiten, wenn sie schnitzen. Dann kann ich mal schauen, was die so schnitzen. Ich komme gerade mit dir raus. Also, ciao Kinder, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Felix. Tschüss miteinander, ciao. Sackmesser-Spessen. Präsentiert von Victorinox. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand, ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.